Kaum ist der Chef mal nicht da, geht alles drunter und drüber und wenn die Zuschauer nicht hingucken, dann pät der Toto hier und kauft hier den ganzen Shop leer. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ihr seht, ich habe mir tatsächlich doch noch die Angebote geholt. Also zumindest die nette Queen hier, die sich immer so auf die Brust klopft und natürlich auch die Szenerie. Und ja, dafür brauchte ich auch gar nicht viel anstellen, einmal in den Shop gehen. Aber vorher musste ich natürlich 96 Dosen sammeln. Aber wenn man weiß, wo hier im Dorf die Jugendlichen überall rumhängen, die lassen dann ihre Dosen meistens einfach in den Mülleimern, immerhin in den Mülleimern. Und dann kann man sich die einfach aufsammeln und dann wegbringen. Und wenn man 96 Stück hat, dann kann man sich einmal die Szenerie kaufen für 11,99 und natürlich auch den Queenskin. Ich hatte ja gesagt, die mittelalterlichen Geschichten, die ziehe ich mir in jedem Fall rein, weil das ist dann doch schon meins, obwohl die Musik so, naja, es geht so. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Musik nur ein Abklang der vorherigen Szeneriemusik ist. So muss ich es mal sagen. Aber wenn der Chef einmal nicht da ist, ja, oder wenn die Zuschauer einmal nicht da sind, dann rastet Toto immer total aus. Aber hier im Clan Free to Play habe ich gedacht, okay, der Chef spielt mal nicht mit in den Clankriegen, denn eigentlich spielen wir hier auch Dauerclankriege. Ich habe die ganze Zeit nur keinen Clankrieg gestartet, weil wir nur so wenig Leute waren und habe ja immer gesagt, ja, ein Fünfer ist mir zu doof und will ich nicht so gerne spielen. Und wie es denn so kommt, habe ich meine Meute einfach mal alleine hier reingelassen in den Clankrieg. Und ihr seht, ein roter Eintrag, 2-7 verloren. Das ist ganz schön bitter, muss ich mal so sagen. Das ist ganz schön bitter. Aber immerhin hat einer angegriffen, ne? Der Buntbarsch hier, der hat wenigstens angegriffen. Aber wie wir hier auch sehen können, es wurden die Clanbogen auch nicht wirklich befüllt. Also sie waren alle leer. Da hat der Gegner natürlich ein wirklich, wirklich leichtes Spiel. Und ja, dementsprechend haben wir verloren. Ist der Chef einmal nicht da und da muss der Chef die leider auch rauskicken. Und die haben es auch immer noch nicht gemerkt, dass ich sie überhaupt rausgekickt habe. Denn die sind immer noch no Clan. Also ich habe von denen weder was gehört. Der Captain hier hat vorher noch das Weite gesucht. Der ist auch schon mal raus. Der war auch mit im Clankrieg. Das war ich aber nicht. Ja, den hätte ich jetzt auch nicht rausgeschmissen, weil Mismatch hat man hier unten jetzt nicht. Das ist ein Zehner hier und das ist auch ein Zehner. Also von daher, ja, weiß ich auch nicht, was er soll, Leute. Aber, naja, egal. Jetzt spiele ich Clankrieg mit mir selber, dann kann sowas nämlich nicht vorkommen. Ja, ihr seht es, Becken Sheriff, Donnerbengel, Barfuß, Toto und Chefkoch, alles meine Accounts. Spiele ich lieber mit mir selber, dann weiß ich, dann wird das was. Die Clanbogen sind ordentlich befüllt und ich habe ordentliche Bases. Okay, kleines Mismatch haben wir hier unten. Mal sehen, wie das so wird. Wir spielen gegen einen Level 1 Clan, die haben sich wohl gerade erst gefunden. Und ja, die werden dann wohl wiederkommen, denke ich mal. Die haben alle so ein bisschen so den gleichen Namen. Habe ich so das Gefühl, die werden dann wohl zum Clankrieg wiederkommen. Und haben die schon mal einen gespielt? Ne, die haben noch keinen gespielt. Okay, die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, wir spielen mal mit uns selber. Dann kann sowas nicht vorkommen, dass Clanbogen leer bleiben. Und dass wir so gar nicht mehr spielen. Aber im Moment nach wie vor ist es halt, wenn man hier mal schaut, man kann hier auch nach letzte Aktivität übrigens filtern lassen. Das könnt ihr nicht, wenn ihr einen Clan B guckt, also wenn ihr von außen rauf schaut und setzt die Filter hier, dann habt ihr hier zwei, drei Filter nicht. Nämlich diesen Aktivitätsfilter hier habt ihr nicht. Und das sind halt immer, ich will es mal so sagen, fast immer die gleichen. Hier unten gibt es dann natürlich welche, die sind ein bisschen länger weg, plus die, die ich ja jetzt eh gekickt habe. Und selbst Toto ist schon 5 Tage lang weg als Co-Leader hier. Aber ich weiß, dass ich diese Accounts dann wenigstens im CK bespiele. Deswegen müssen wir ein bisschen üben. Also fangen wir mal an. Ja. Es ist immer ein leidiges Thema. Und eigentlich könnte ich davon wöchentlich was drehen, sage ich mal. Denn es kommt ja so ultra, ultra oft bei uns vor, dass gewisse Dinge nicht wirklich funktionieren. Okay, gehen wir hier mal rein. Oh, das war jetzt aber auch First Try hier, ne? Okay, was haben wir denn hier? Dann machen wir so. Dann machen wir hier auch auf Rathaus 12 schon mal so einen Warden Walk. Ich habe übrigens ein paar neue Angriffsstrategien im Kopf. Also nichts Neues, aber das, was ich schon vermutlich ewig nicht mehr gespielt habe, habe ich so ein bisschen im,
irgendwie schwirrt mir was im Schädel und ich muss es nur umsetzen. Sowohl bei den etwas kleineren Rathäusern als auch hier bei den, ich nenne es mal so, mittelmäßigen Rathäusern. Wenn ich das Labor jetzt noch wegbekommen könnte, wäre das nicht schlecht. Okay, klappt fast. Alles klar. Dann gehen wir mal hier mit 1, 2, ich würde sagen 3 Hexen gehen wir hier mal rein, oder? Mal sehen, wo macht er die Mauer auf? Da und da. Auch nicht schlecht. Können wir so hinnehmen, würde ich sagen. Und der geht auf jeden Fall nach dahin. Sehr schön. Hexen dahinter. Gegen mir drin. 1, 2. Vielleicht noch den letzten Mauerbrecher. Und dann schauen wir mal, wo die Meute hier so hingeht. Wir können hier jetzt schon mal wuten. Mir wurde angekreidet, dass ich die Wutzauber teilweise so spät schmeiße. Ja, ist so. Tatsächlich bin ich so einer, der die immer ganz, ganz spät manchmal raushaut. So, jetzt müsste ich hier aber mal so einen Sprung setzen, oder? Dass die da mal rübergehen. Wäre gar nicht mal so schlecht. Machen sie auch. Kommt. Fetzt euch da mal richtig durch. Na, das sieht noch ganz gut aus. Rathaus ist schon mal weg. Vielleicht noch den dunklen Pott hier. Das wäre nicht schlecht, wenn ihr den noch mitnehmt. Beziehungsweise wir müssen den King hier, glaube ich, mal ein bisschen verlangsamen. Da kommen jetzt meine Truppen. Gehen da jetzt schon drauf zu. Den dunklen Pott haben wir auch. Sehr schön. Ja, geht schon. Kommen da hinten natürlich nicht mehr durch. Okay, das hintere Stück bekommen wir dort nicht mehr. Aber ist nicht so schlimm. Ich wollte gleich noch mit dem 13 auch noch ein bisschen üben. Denn wenn man nicht übt, dann werden so manche Sachen nichts. Aber ich denke mal, so einen Angriff hier, den braucht man auch nicht so unbedingt üben. Also ist auf jeden Fall was anderes als Queen Charge Lalo, was man ja dann doch schon ein bisschen häufiger üben müsste. Aber auch hier wollte ich jetzt nicht so hart vorpreschen. Mir schwebt hier ja ein bisschen was anderes vor. So, wir haben noch ein bisschen was am Start. Queen noch zündbar, 17 Sekunden. Ah, ein bisschen Zeit vergeicht hier. Ärgerlich. Dann zünden wir die jetzt auch mal. Mal schauen, ob wir da noch an den X-Bogen kommen. Ich glaube, da kommen wir nicht mehr dran. Schade, schade. Und ans letzte Lager auch nicht. Aber war trotzdem, glaube ich, in Ordnung der Angriff. Sollte mir natürlich nicht so im Klankrieg passieren. Das wäre ein bisschen dusselig. Aber okay. Passt so, dann fordern wir gleich nochmal an. Entschuldigt bitte. Und dann gehen wir mal einmal auf den Beckensheriff, denn auch bei dem hat sich ein bisschen was getan. Da wundere ich mich gerade, dass ich hier überall 16 Millionen habe und habe aber noch Sachen am Bauen hier. Wie viel gehen hier denn am Ende rein? Oder zählt das, was in der Clanburg auch noch dazu ist? Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie diese krüppelige Zahl da zustande kommt. 1.966.125 von 2 Millionen. Und auch da oben beim Gold 1.610.636 von 2 Millionen. Da weiß ich nicht, wie diese krummen Zahlen eigentlich zustande kommen, muss ich gestehen. Aber wir wollen auch hier kurz mal einen Farmangriff machen. Okay. Gehen wir rein in die Suche. Das Lootmeter sagt, erster Klick ist immer ganz gut. Okay, ist ein Rathaus 13, perfekt. Und ich habe hier auch sowas ähnliches wie ein Warden Walk vor. Ich würde sagen, wir gehen über die Flanke da rein und gehen hier mal vor. Ich habe hier ein paar mehr Loons und muss mich auch ein bisschen ranhalten. Stelle ich gerade fest, dass ich meinen Warden nicht verliere. Ich habe ihn fast verloren, Leute. Boah, fast. Ich habe den Warden fast verloren, na, aber nur fast. Okay, ich kann ihn halt jetzt nicht mehr zünden, das ist nicht so schlimm. Dann machen wir das mal so und gehen hier mal rein mit dem Drachen. Ich hoffe, das passt so. Ja, zwei Gebäude schafft er da, sehr schön. Und hier schafft er noch ein bisschen mehr, bevor jetzt gleich die Adlerartillerie schießt, beziehungsweise die Luftabwehr schießt. So, einmal, zweimal. Drin hier und wir haben einen Roll Champion. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der soll uns hier auf jeden Fall was nicht wegbrennen.
Okay, da müssen wir hier gleich wieder rüberspringen, denke ich mal. Oh, nicht. Ah, jetzt macht er mir das doch da kaputt. Sehr ärgerlich. Oh, 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 der hat ja Klammburg. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die muss ich erstmal friezeln. Die muss ich gerade mal ein bisschen frosten, Leute. Das war jetzt nicht gut, dass der Klammburg hatte. Aber okay, meine Truppen können ruhig außen lang gehen. Denn außen steht ja eigentlich alles das, was wir begehren. An Loot vor allen Dingen. Einmal noch hier hinten in Wut gebracht. Oh, Queen, bleib bei uns bitte. Haben wir auch noch gepackt. Den Inferno bekommen wir auch noch. Sehr schön. Für die Tat mache viele, viele Infernos. Das Lager kriegen wir auch noch. Oh, wieso gehen die? Der King. Immer rein, raus, rein, raus. Habt ihr gerade gesehen hier unten. Konnte sich wieder nicht entscheiden. Konnte sich wieder nicht entscheiden, was er als erstes und als letztes macht. Aber okay. Ich glaube, der war auch ganz gut. Also, wenn der Chef hier mit sich selber kämpft, ja, dann ist es sowieso heftig. Aber mal sehen. Ich bin mal gespannt, was der Clankrieg so gibt. Also, wenn der Chef einmal nicht da ist, dann läuft hier nichts mehr. Das ist damit auf jeden Fall bewiesen. Also einmal nicht mitgekämpft. Vielleicht waren die Leute auch so, Toto kämpft gar nicht mit uns mit oder so. Aber ich habe auch Helden gebastelt. Und ja, dann war ich natürlich selber auch auf Rot. Und es waren ja ein paar Grüne da. Also alle, die ich da hatte, waren ja grün. Aber das ist auch immer, nach wie vor immer so ein leidiges Thema hier bei uns im Clan. Free to play. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Zum Wochenstart muss ich erst immer ein bisschen reinkommen, Leute. Und dann geht's auf jeden Fall weiter hier. Wenn ja, dann lasst meinen Daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt, ja, ich will nicht sagen auch gepayt, aber die Queen ist ja jetzt noch 6 Tage zu bekommen, aber ich habe es mir gestern schon geholt, wie gesagt. Und sind tolle Modelle. In jedem Fall schön anzuschauen. Jawohl, so sieht das aus. Und deswegen habe ich auch, ja, ist ja kein Pay to Win, ist nur nice to have. Ist auch noch nicht mal must have. Ich weiß auch nicht, wenn diese Shop-Angebote immer weg sind, ob die dann sofort hier sind. Weil streng genommen müsste jetzt die letzte Szenerie auch noch hier sein. Warte mal, Szenerien. Ob es die letzte jetzt hier auch schon gibt, die gibt es nämlich noch nicht. Ja, das dauert dann wahrscheinlich noch ein bisschen, bis es die gibt. Oder es wird sie niemals geben. Was ich auch nicht glaube. Bin ich mal gespannt, wann die denn hier reinkommen, um die dann nochmal nachzukaufen oder so. Aber die hat ja jetzt auch, okay, vielleicht gibt es sie auch nicht zu kaufen. Oder es gibt sie demnächst einzeln zu kaufen für 7,99. Denn ich habe ja 11,99 mit der Statue hingelegt. Es war ja noch eine kleine Statue mit dabei. Der kleine Schädel. Also bin ich da auch mal sehr gespannt. Vielen Dank, Leute, für eure Aufmerksamkeit. Das waren jetzt nur noch so meine Gedanken. Bis dahin, euer Toto. Clasht.